Weil Mühe gegeben haben sie sich mit der Mod auf jeden Fall, was ich schön finde. Also das merkt man schon. Auch wenn manche Stimmen nicht so ganz passend sind bei den Leuten. Aber ja, das ist halt so. Ah ja, Dana. Ja, womit kann ich behilflich sein? Ich bin auf der Suche nach Laris Wackerna. Ich habe gehört, ihr könntet mir dabei behilflich sein. Ich? Wie kommt ihr denn auf diese absonderliche Idee? Bestechen, überreden, betören, einschüchtern. Ach, sind wir mal so freundlich. Vielleicht wären diese 5 Dukaten ein ausreichender Grund, es zu tun. Ein Spatz in der Hand ist besser als eine Taube auf dem Dach. Ich denke, mit Laris und seiner Schwarzaugenbande werde ich keine Geschäfte mehr machen können. Also gut, gebt mir 5 Dukaten. Ihr habt ihr. Versucht mal euer Glück hinter dem Hesinde-Tempel. Dort gibt es eine Tür, die in die Kanalisation führt. Vielen Dank, ihr habt mir sehr geholfen. So. Tretet näher. Frische Fische, erst heute Morgen im großen Fluss gefangen. Und ja, irgendwie habe ich keine Lust mehr, meine Waffen wegzustecken. Ist das eigentlich... Ja, das ist eine Questwaffe. Also ein Questgegenstand, meine Waffe. Die nimmt da nicht mal Platz im Inventory weg. Also ja. Zurück in den nicht in den Ogdanhafen. Ich will hier rüber zum Priosplatz und dann zum Hesinde-Tempel. Hier steht auch noch ein Holzfass. Ja, das können sie gerade behalten. Da spricht mit Dana. Ich konnte von Dana einen Hinweis auf den Aufenthaltsort von Laris Wackernagel bekommen. Das Versteck. Wenn ich der Schleuserin Dana glauben darf, hat sich Laris Wackernagel in der Kanalisation versteckt. Hinter dem Hesinde-Tempel soll sich ein geheimer Zugang zu seinem Versteck befinden. Mhm. Okay. Spieß, zwielichtige Person. Die Händlerin haben wir ja bereits kennengelernt. Ja, Krimarappelbusch. Bei dir kann ich den Tand verkaufen. Zoddel ist wieder völlig normal. Ich weiß auch nicht, was mit ihm los war. Hey, Zoddel. Braver Zoddel. Hast du noch was Neues für uns? Laurelin ist mein Name. Wollt ihr euer Talent im Bogenbau vervollkommnen? Kurzbogen, Langbogen, verbesserter Kurzbogen, nichts Besonderes. Und ein Waldläuferhemd. Da trägt sie aber, glaube ich, schon... Ja, sie trägt ja das Gewand der Verwirrung. Das ist definitiv besser. Also da hinten ist die Gittertür, wo wir reinkommen würden. Jetzt will ich es aber nochmal wissen. Oh, ich werde wieder ins Menü mal geworfen. Also macht euch bereit auf einen Absturz in 3, 2, 1, ja. Dieses Mal können wir aber einfach den Autosave laden und es ist einfach nochmal versuchen.
Ja, solange habt ihr Black Screen. Tut mir leid dafür. Aber jetzt wegen einer halben Minute immer die Aufnahme zu unterbrechen, wäre auch doof. Und ihr hört ja meine wundervolle Stimme. So. Ich versuch's noch einmal. Wenn es wieder abstürzt, dann wissen wir, dass der Hesinde-Tempel endgültig verbuggt ist. Und dann hoffen wir, dass wir nie da rein müssen. So, Absturz in 3, 2, 1. Ja. Okay. Wir lassen den Hesinde-Tempel Hesinde-Tempel sein und gehen in die Kanalisation. So, Loading Screen. So. Gittertür. Oh, und es fängt gleich schon mit Schwarzaugen an. Jetzt wird's ernst. Die einen abballern. Na klar. Mach mal ein Schild, weil. So, jetzt muss nur noch der da sterben. Gut, darf ich jetzt in Ruhe? Und wir sind irgendwo neben der Originalkanalisation von neulich rausgekommen. So, Fallen entschärfen. Ich kann mein Fallen entschärfen leider nicht weiter steigern. Nein. Das sind verdammt viele Schlingenfallen. Okay, sind nur Schlingenfallen. Die sollten eigentlich keinen Schaden anrichten. Ja, die sollten eigentlich nur umwerfen, aber gegen Umwerfen bin ich immun. Also kann ich sie einfach auslösen. Ach du meine Güte, hi. Ja. Mein Freundin. Die Zitronen. Sarana Ayori.
versuch mein Bestes. Hau den da. Kann ich nur. Na klar. Komm schon. So, okay, das war schon ein etwas heftigerer Kampf. Gut, Gwendolyn, wenn sie jetzt gleich aufsteht, kann sie sich heilen. Gladys heilt sie auch. Bin da mal die Räuber. Folge Laris. Ich habe das Versteck von Laris Wackernagel in der Kanalisation gefunden. Leider ist er mit einem Unbekannten durch eine versteckte Tür in einen Schrank verschwunden. Ich werde ihn verfolgen. Okay. Ich frage mich nur, was ist hier noch? Ach, nur eine Schlafkammer. Okay, mit zwei Truhen. Mit ein paar Waffen drin. Das sind wahrscheinlich die Waffen von denen, die keine Waffen getragen haben gerade eben. Okay. Was ist in der Truhe? Noch mehr Zeug. Okay, den Schrank kann man nicht öffnen. Aber man kann ihn knacken. Oh, erschwert um 20. Warte, man muss den Schrank knacken, um den Schlüssel benutzen zu können. Okay. Okay, jetzt stehen da nur die Sachen drin nach dem Laden. Aber wir sind den Schlüssel wohl los, ja. Wir haben aber immer noch den verrosteten Schlüssel. Okay, das hier kennen wir doch irgendwoher. Also hier wurde definitiv eine Map wiederverwertet. Was ich jetzt auch nicht schlimm finde, wie ich gesagt habe, mit neuen Gebieten wird es schwierig werden, selbst in dieser Mod. Also ja gut, sie haben... hi, Jungs. Hi. Mein Ding. Das bin ich. Ha. Arqua, Sanja. Okay, die greifen alle Gwendolyn an. Okay, das sind starke Feuergeister. Ich selber bin feuerimmun, also... So, es hat Bogen gemacht.